zwischen Freiheit und Kontrolle, die Macht der Medien. Im Gespräch der amerikanische Gegenwartskritiker Noam Chomsky. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat einen der bisher größten Datenskandale aufgedeckt. Snowden enthüllt Methoden des britischen und amerikanischen Geheimdienstes und behauptet, die Regierungen sammelten Daten in gigantischem Ausmaß. US-Präsident Obama verteidigt das Abhörprogramm PRISM als Mittel im Kampf gegen den Terror. Noam Chomsky kritisiert Obamas Begründung für die globale Überwachung des Internets. In den neuen Medien sieht er jedoch auch Chancen. Die klassischen Medien hatte Chomsky bereits vor mehr als 20 Jahren als Sprachrohr der politischen und finanziellen Eliten kritisiert, als sogenannte Konsensfabrik. Mich würde interessieren, ob die neuen Medien ebenfalls den Konsens mit den Eliten herstellen oder vielleicht andererseits den Dissens möglich machen. Wo liegt da die Balance? Das Internet ist ein neues Werkzeug, welches sich in den letzten 30 Jahren im öffentlichen Sektor entwickelte und Mitte der 90er in die privatunternehmerische Nutzung und die Kommerzialisierung gelangte. Wie auch andere Werkzeuge ist es im Grunde neutral, so wie ein Hammer zum Beispiel. Dem Hammer ist es egal, ob er zur Folter benutzt wird, um jemandem den Schädel zu zertrümmern, oder ob er von einem Zimmermann zum Hausbau benutzt wird. Es ist dasselbe mit dem Internet. Doch dieses grundsätzlich neutrale Werkzeug, das Sie beschreiben, ist ja im großen Stil benutzt worden in den zwei großen Aufständen der letzten Jahre, der Occupy-Bewegung und dem arabischen Frühling. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Rolle des Internets als soziales Medium als sehr fortschrittlich ansehen. Es gibt diese Rolle, wie ich schon sagte. Ein Hammer kann zum Hausbau verwandt werden und die Printmedien hatten ebenfalls diese Rolle. Das Internet gibt einem aber die größere Bandbreite von Möglichkeiten. Und viele, wie auch ich selbst, haben gehofft, dass es zu einer Erweiterung des Horizonts führen würde, so zum Beispiel in der unabhängigen Quellenforschung. Ich habe nie eine Studie darüber gesehen, doch ich denke, das Gegenteil ist eingetreten. Im Großen und Ganzen hat es vielleicht sogar dazu geführt, dass die Leute noch eingeengter im Denken sind und sich in einer fast schon kultähnlichen Art einer bestimmten Weltanschauung verschreiben. Das sind die, die bereits wissen, wonach sie suchen. Das wissen sie und sie beschäftigen sich nur damit. Und dann geraten sie in einen immer stärker werdenden Teufelskreis von mehr und mehr Extremismus, mehr kultähnlichem Verhalten, mehr und mehr Unvermögen oder fehlendem Willen dazu, andere, weitergefasste Positionen zu beachten. Diesen Effekt gibt es auch. Okay, lassen Sie uns vom arabischen Frühling reden oder von Occupy. Sie werden als einer der intellektuellen Väter der Occupy-Bewegung gesehen. Viele unserer Zuschauer würden gerne wissen, wie Sie Occupy und auch den arabischen Frühling mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und Gegenkultur der 60er Jahre in den USA vergleichen würden. Es ist etwas anderes. Zunächst war ich kein intellektueller Mitbegründer, ich war Beobachter. Sie waren eine Inspiration. Darüber kann man reden, aber ich bin ein sympathisierender Beobachter der Bewegung. Ich war sehr glücklich darüber, was passierte. Ich hätte es bestimmt nicht voraussehen können. Vorher dazu befragt, hätte ich gesagt, eine verrückte Idee. Doch es hat Funken geschlagen und die Zuccotti Park-Bewegung hat in weniger Zeit hunderte gleichartiger Occupy-Bewegungen in den Vereinigten Staaten, im Ausland, Australien, England und überall inspiriert. Die Bewegung verband sich schnell mit den schon existierenden Bewegungen in Europa, den Indignados in Spanien zum Beispiel. Es gab eine Verbindung zum arabischen Frühling, gemeinsame Interaktion, Solidarität, Mitteilungen der ägyptischen Arbeiterbewegung vom Tahrirplatz an die amerikanischen Organisatoren in Wisconsin und Chicago und so weiter. Noch letzte Woche gab es eine Occupy-Demonstration in New York in Solidarität mit anderen zeitgleich stattfindenden Demos.
ongoing demonstrations at the same time. Lassen Sie mich kurz unterbrechen, denn es ist interessant, dass Sie von aktuellen Ereignissen sprechen. Sie sagten, die Occupy-Bewegung hat Funken geschlagen. Und es gibt viele politische Kommentatoren, die schon jetzt sagen, dass diese Funken bereits am Ersticken sind. Was sagen Sie? Politische Kommentatoren haben keine Ahnung und ihnen ist alles egal. Das könnte wahr sein oder auch nicht. Das ist nur meine persönliche Einstellung. Die Occupy-Bewegung ist nach meiner Meinung eine Gemeinschaft der Solidarität, wo Gemeinschaftssinn und ein Verbindungsgefühl geschaffen wurde. Spontan hat diese Bewegung ihre eigene selbstorganisierte Gesellschaft gegründet, mit Hilfszentren, Gemeinschaftsküchen, Platz für öffentliche Diskussionen. Und das ist sehr wichtig, besonders in einer sich auflösenden Gesellschaft, in der die Menschen voneinander getrennt werden, in jeder Hinsicht, auch durch die Medien und das Internet, das sowieso dahin tendiert, zu trennen und zu spalten. Doch hier wurden Verbindungen und Vernetzungen geschaffen. Die Auffassung, dass wir zusammenarbeiten können, um wirklich etwas zu bewirken, das ist wichtig. Und ich denke, dass diese Einstellung sich ausgebreitet hat. Auch in der ägyptischen Bewegung oder der tunesischen gab es Erfolge, wichtige Erfolge. Und ich hoffe, sie bleiben erhalten. Diese öffnen die Türen für mehr Redefreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Und das ist die Art und Weise, wie soziale Bewegungen sich entwickeln. Nichts passiert, solange nicht der Boden bereitet ist. Und die Vorbereitung ist ein großer Teil vom Erfolg. In einem Interview von vor mehr als 10 Jahren haben Sie einmal gesagt, die USA ist und bleibt in Ihrer Auffassung, und ich zitiere, das beste Land der Welt. In gewisser Hinsicht. Das Interview erschien in der New York Times. Die haben dort eine Rubrik für die sogenannte Concision, und die dient dazu, zwei Sätze in eine Lücke zwischen zwei Werbeblöcke zu quetschen. Sobald man versucht, etwas näher zu erklären, wird es herausgeschnitten. Das Interview hat übrigens damals 45 Minuten gedauert. Was durch den Filter kam, waren ein paar Sätze. Der Satz, den Sie da zitiert haben, war Teil einer breiter angelegten Ausführung über die vielen Dimensionen der Freiheit. Und ich denke, es gibt so viele Länder, und ich kann nicht sagen, wie viele, doch in einigen Aspekten ist die USA wirklich das freieste Land der Welt. Zum Beispiel, was die Meinungsfreiheit anbelangt. So wird diese mehr als an irgendeinem anderen Ort der Welt, auch in Europa, aufrechterhalten. Also in der Hinsicht stimmt es. Lassen Sie mich eine Frage zu Barack Obama stellen. Viele Liberale und übrigens auch viele außerhalb der liberalen Kreise in den USA sahen ihn zu der Zeit, als er Präsidentschaftskandidat war, als eine Art Verkörperung der Hoffnung auf Reform und Veränderung. Teilten Sie diese Ansicht? Nein, basierend auf dem wenigen, was er als Senator getan hat und was wir durch seine Website wussten, auf der er sich vorgestellt hat, war mir klar, dass er eine sehr gefährliche Person ist, aus folgenden Gründen. Es gibt ein paar Dinge, die er getan hat, die mich überrascht haben. Doch es war nicht viel. Was mich überrascht, ist sein harsches Vorgehen gegen die Bürgerrechte. Das hatte ich nicht erwartet. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, welchen Nutzen er daraus zieht. Und es geht hier nicht nur um das US-Abhörprogramm PRISM und um die Schlagzeilen auf den Titelseiten. Ein Beispiel. Er und seine Justizabteilung haben Fälle vor Gericht angeschoben und gewonnen, die erlauben, den ohnehin schon illegitimen Begriff der Zuarbeit zum Terrorismus drastisch zu erweitern. Und es ist illegitim, da sie entscheiden, was Terrorismus ist. Die Obama-Regierung hat das erweitert. Es gab eine bestimmte Vorstellung, wer als Unterstützer des Terrorismus gilt. Wenn du zum Beispiel Mitglied der Al-Qaida bist und ich dir ein Gewehr gebe, dann ist das Unterstützung von Terrorismus. Obama hat das auf das gesprochene Wort ausgedehnt, wie in diesem Fall, wobei es sich um eine Gruppe von Aktivisten handelt, die rechtliche Beratung der PKK gegeben haben, was eine türkisch-kurdische Gruppe ist, die auf Obamas Terroristenliste steht. Wenn man also diese rechtlich berät, wenn man sich die Argumentation anhört, die die Regierung vor Gericht präsentiert hat, würde das auf mich zutreffen, auf Menschen, die sich zur Diskussion mit Aktivisten und Führern treffen, die die Regierung Terroristen nennt. Das ist ein gewaltiger
gewaltiger Angriff auf die Redefreiheit. Ich habe zwei persönliche Fragen. Sie werden gerne und häufig als Aktivist, Dissident und Militant beschrieben. Wo hat das angefangen? Wenn Sie weit zurückdenken, gab es einen bestimmten Moment in Ihrem Leben, der Sie zu dem gemacht hat, was Sie sind? Als ich 3 oder 4 war, befanden wir uns mitten in der Depression. Und das war objektiv gesehen in keinster Weise vergleichbar mit dem, was heute passiert. Die Leute kamen an die Tür, um Lumpen zu verkaufen. Oder ich saß mit meiner Mutter in der Straßenbahn und sah streikende Textilarbeiterinnen, die von der Polizei zusammengeschlagen wurden. Viele in meiner Familie waren erwerbslose Arbeiter und ich sah, wie sie lebten und so weiter. Ende der 30er Jahre war ich auf kindliche Art besorgt über den beängstigenden Aufstieg des Faschismus. Der erste Artikel, an den ich mich erinnern kann, schrieb ich im Februar 1939, gleich nach dem Fall Barcelonas durch Francos Truppen. Es ging um die Verbreitung des Faschismus in Deutschland, Österreich, der Tschechoslowakei und nun Spanien. Wo würde es enden? Es führte weiter zu Opposition gegenüber den britischen Gräueltaten in Griechenland 1944, gegen atomare Aufrüstung etc. Und es geht weiter und weiter. Das sind also Ihre Wurzeln. In einem relativ frühen Buch, Die Verantwortlichkeit der Intellektuellen von 1967, schrieben Sie über die Frage, die sich Intellektuelle wie auch Nicht-Intellektuelle stellen: Was habe ich bewirkt? Was wäre Ihre Antwort nun nach Ihrer langen akademischen Karriere auf diese Frage? Was habe ich bewirkt? Nicht genug. Noam Chomsky, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Thank you.